Südtirol, zerrissen zwischen Österreich und Italien. Auch wenn Österreich das Gebiet bereits vor über 100 Jahren an Italien verloren hat, stecken viele Südtiroler auch heute noch in einer Identitätskrise. Viele sprechen weiterhin Deutsch, pflegen die österreichische Kultur und schauen misstrauisch auf die italienische Regierung in Rom. Deshalb schauen wir uns heute die außergewöhnliche Geschichte Südtirols an, schauen uns an, warum es von Österreich getrennt wurde und warum es sich auch nach über 100 Jahren immer noch nicht wirklich italienisch fühlt. Zur ursprünglichen Region Tirol gehören Nord- und Osttirol, die heute weiterhin zu Österreich gehören, sowie Südtirol und Trentino, die heute zu Italien gehören. Diese gesamte Gegend, die vom Bodensee bis an den Gardasee reichte, war weiterhin als gefürstete Grafschaft Tirol bekannt und war bis 1806 Teil des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Es war eine der wichtigsten Regionen, da in Tirol mit dem Brenner einer der wichtigsten Alpenpässe zwischen den deutschen und italienischen Städten lag. Nach dem Untergang des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation durch die Kriege Napoleons gehörte Tirol lange Zeit zum Kaisertum Österreich, aus dem ja später Österreich-Ungarn hervorging. Die Geschichte Tirols änderte sich erst mit dem Ersten Weltkrieg vollständig. Als der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zerbrach, nutzte Italien die Gunst der Stunde und besetzte die Region Trentino und Südtirol. Und da Italien ja auf der Seite der Sieger des Ersten Weltkriegs stand, wurde seinem Anspruch auf das Gebiet auch nachgegeben. Die Italiener, die im Krieg zunächst neutral blieben, hatten ihre Augen nämlich schon länger auf den Süden Tirols gerichtet und wollten nun durch einen diplomatischen Trick die Region an sich reißen. Sie traten dabei in geheimen Verhandlungen an beide Kriegsseiten heran und boten ihnen einen Kriegsbeitritt an, wenn Italien nach dem Krieg den Süden Tirols erhalten würde. Österreich-Ungarn lehnte natürlich direkt ab, Großbritannien, Russland und Frankreich sahen dies aber als einen guten Deal an. So lösten die Siegermächte nach Ende des Krieges ihre Schuld ein und überließen Italien das gesamte südliche Tirol, auch wenn es eigentlich dem von den Siegermächten ausgerufenen Selbstbestimmungsrecht der Völker widersprach. Südtirol hatte ja mehr als 5 Jahrhunderte zu Österreich gehört und ca. 99% der Bevölkerung waren deutschsprachig. Und für diese deutschsprachige Bevölkerung begann in der Folge eine sehr schwierige Zeit. Es wurde relativ willkürlich eine Grenze zwischen Nord- und Südtirol gezogen und Südtirol sollte italienisiert werden. Ab 1921 nahm der Faschismus in Italien immer weiter zu, wodurch Deutsch vollständig verboten wurde und Italiener immer grausamer gegen die deutsche Bevölkerung vorgingen. Der sogenannte Blutsonntag ist in die Geschichte Südtirols eingegangen, als hunderte Faschisten nach Bozen reisten, um dort einen Trachtenumzug zu überfallen. Ein Südtiroler wurde dabei getötet und 48 verletzt. Zudem wurden noch immer mehr Italiener in die Region zwangsumgesiedelt. Während die Italiener dabei in der südlichen Region, dem heutigen Trentino, durchaus Erfolg hatten, sträubte sich in Südtirol aber die Bevölkerung gegen jegliche Italienisierungspolitik. So verfolgten viele Südtiroler mit großer Freude den Anschluss Österreichs an Deutschland im Jahr 1938 und hofften auf eine baldige Abspaltung von Italien. Diese Illusion wurde ihnen jedoch direkt genommen, da Hitler die Brennergrenze als unantastbar erklärte. Es wurde aber ein Abkommen zwischen Hitler und Mussolini geschlossen, nachdem die Bevölkerung Südtirols vor die Wahl gestellt wurde, entweder zu bleiben und sich der italienischen Kultur anzupassen oder das Gebiet in Richtung Österreich zu verlassen. Diese Entscheidung spaltete die Bevölkerung Südtirols tief und auch wenn die meisten für eine Umsiedlung stimmten, siedelten letztendlich nur ca. 75.000 Einwohner nach Österreich über. Viele bezeichneten es als Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder müssen sie ihre Kultur aufgeben oder ihre Heimat. Und dann brach ja auch noch der Zweite Weltkrieg aus. Nach dem Krieg kam dann tatsächlich ein Großteil der Ausgewanderten wieder zurück nach Südtirol, in der Hoffnung, in den Friedensverträgen nach dem Krieg eine Wiedervereinigung mit Tirol erreichen zu können. Österreich war nach dem Krieg allerdings in einer zu schwachen Verhandlungsposition, um wirkliche Fortschritte in Bezug auf eine Wiedervereinigung zu machen. Südtirol wurden trotzdem einige Zugeständnisse und stärkere Autonomie von Rom versprochen. Als diese aber nicht eingehalten wurden, kam es in den nächsten Jahrzehnten zu immer größeren Unruhen innerhalb der Bevölkerung, die schließlich auch in Gewalt umschlug. Es gab dabei Anschläge auf Stromnetze, italienische Symbole und später auch Bombenanschläge auf Personen, die für die Italienisierungspolitik standen. So wurden schließlich die Vereinten Nationen eingeschaltet und Österreich und Italien wurden an den Verhandlungstisch gebracht. Ausgehandelt wurde im Jahr 1972 schließlich das sogenannte Südtiroler Paket, das den Einwohnern Südtirols nun tatsächliche Autonomie einräumte. Ein Großteil der Steuereinnahmen sollte von nun an in Südtirol verbleiben und Deutsch wurde neben Italienisch wieder Amtssprache. Es dauerte aber nochmal fast 20 Jahre, bis die Bestandteile auch wirklich alle umgesetzt wurden. So konnte nun erstmals eine wirkliche Lösung für das Südtirol-Problem gefunden werden und die Region profitierte durch seine Autonomie auch sehr stark, wodurch es heutzutage die wohlhabendste Region in Italien ist. Als die italienische Regierung im Zug der Finanzkrise durch Sparmaßnahmen allerdings wieder in die Autonomie Südtirols eingriff, fühlten sich viele wieder an alte Zeiten erinnert.
Die rechtspopulistische Partei Die Freiheitlichen gewann in der Folge immer mehr an Zulauf, deren oberstes Ziel ein Freistaat Südtirol ist. Infolge einiger Skandale verlor die Partei zwar mittlerweile wieder an Popularität, aber die Angst der Südtiroler vor zu viel Eingriff der Regierung in Rom schwebt weiterhin stetig über der kleinen Region. Schreibt gerne mal in die Kommentare, inwiefern ihr die Geschichte Südtirols kanntet. Ansonsten habe ich ja schon mal kurz den Zusammenbruch von Österreich-Ungarn angesprochen. Auch darüber habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Ihr könnt es euch sehr gerne hier anschauen. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.